Sieht aus wie ein Otaro-Schrein. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Eloy eines Tages kochen wird. Das geht bei mir irgendwie nicht in den Kopf rein. Ah nee, da würde ich jetzt nicht hochlatschen. Hier vorne kann ich ein Reittier haben. Yay! Ich mache irgendwie immer nur komische Faxen, wenn ich unter zu Fuß unterwegs bin. Entschuldigung, muss doch wieder laufen. Hier ist die Plage schlimmer. Wenn ich kein Gaia-Backup ans Laufen bekomme, wird es überall so sein. Ist diese Psycho-Melodie hier drin? Ne? Nicht, dass ich das gerade von draußen höre, ne? Das ist ein Landgott. Guckhorn, der hier mal aktiv ist. Das ist mal ein geiler Autofahrer. Fährt vorbei mit Michael Jackson. Ellen, die kommt mir so scheiße bekannt vor. Ich wollte gerade fragen, sitzt da vorne ein Affe? Du hörst es auch. Ja, die Sonne möge mit mir untergehen. Oh, Blut. Ich finde es immer toll, dass ich bei denen in den Dörfern immer alles klauen kann. Die jagen mich noch niemals zum Teufel. Nee, warte mal, ich sitze direkt neben ihm. Neue Quest. Neue Quest. Das Gefühl, dass das Ding gerade auf mich runterpinkelt. Nee, ich will nicht mit denen reden. Die sind mir suspekt. Bin ich jetzt mit dir? Sagen, dass nachts im Wald etwas leuchtet. Was immer es ist unnatürlich. Gut zu wissen. Okay. Na, wenn du dich auch unters Klo stellst. Das könnte Technik der alten Welt sein. Meine Schwiegermutter. Hätten sie Bananenbäume hier aufgestellt. Die sind wirklich hier über mir. Hier sehe ich keinen.
Also ich muss erstmal da unten reingehen, damit ich nach oben komme, wa? Oh, ist das nervig. Komm auch so rein. Ah, alles klar, ich hole mir erstmal die Nebenmission. Da kommt man dann wieder nicht dazu und dann mal wieder so viel hin und her laufen. Die Gerüchte sind also wahr. Du musst die Soldatin sein, die Regalas Streiter besiegte. Und die hier für mächtig Aufruhr gesorgt hat. Was macht eine Tenakt in Reinklang? Vorräte aufstocken für die Reise ins Jagdgebiet. Du solltest hinkommen, nordwestlich von hier. Eine gestandene Soldatin wie du schafft die Prüfungen dort bestimmt. Schätze ich auch. Vielleicht sehen wir uns dort. Ja, klar, ohne mich zu fragen. Ja. Pilze gefressen. Auf den Geruch von Dunk steht. Ach, was red ich da? Ich werde auch nicht mehr losziehen, versprochen. Die Leute brauchen mich. Die anderen Entführten hatten es schlimmer als ich. Viel schlimmer. Hilf ihnen so gut du kannst, Jeff. Mach ich. Mit dir kann ich zwar nicht mithalten, aber trotzdem. Was nicht. Alter Eloy im Einsatz. Noch unter mir. Ja. Es regnet Helden vom Himmel. Der Code trifft sich nicht mit mir. Was soll ich sonst tun? Erzähl mir doch einfach mal, was los ist. Ich bin aus Flusslied im Norden. Vor ein paar Tagen weckten mich Schreie meiner Nachbarn. Tenakt-Rebellen griffen an. Es waren nur Späher, aber wir wurden kaum mit ihnen fertig, wenn jetzt ein kompletter Überfall kommt. Wir sind doch keine Kämpfer. Wir sind erledigt. Ich dachte, der Chor würde helfen. Ich meine, wir wachsen doch alle aus einer Erde. Aber offenbar will außer einer Fremden hier niemand zuhören. Wäre es vergebene Hoffnung, dass du diesen Kampf an unserer Seite bestreitest? Hast ihr euch alle an den Händen und bildet einen Kreis oder was? Dann nicht. Regalas Rebellen, weißt du, warum sie euch angreifen? Warum geht die Sonne nachts unter? Sie sind Tenakt. Sie leben, um zu kämpfen. Normalerweise gegeneinander. Doch dieses Mal geriet mein Dorf dazwischen. Die Rebellen wollen es ausplündern für ihren Feldzug gegen die westlichen Clans. Hier greifen sie nicht an. Warum flieht ihr nicht nach Reinklang? Das mag für eine Fremde schwer zu verstehen sein. Die Taro tragen Samen bei sich, die nach ihrem Tod wachsen. Mein Volk hat viele Samen in Flusslieds Wäldchen gepflanzt. Ein Geschenk der begrabenen Jahre. Ich glaube, ihr kennt sie als die roten Raubzüge. Wir gehen nicht fort. Unser Opfer war zu groß. Auch eine interessante Idee. Samen bei sich zu tragen, dass wenn man ja dann stirbt, da dann auch wächst. Keine schlechte Idee. Euer eigenes Volk hilft euch nicht. Der Chor soll für alle Utaro sprechen und normalerweise stelle ich ihn nicht in Frage. Aber er sieht äußere Siedlungen wie Flusslied als verloren an. Nicht mehr unter Reinklangs Schutz. Der Chor will nicht einmal mit mir reden. Wenn ich mal im Norden bin, sehe ich nach deinem Volk. Mehr will ich auch nicht. Geh im Dorf am besten zu Q. Er führt die Verteidigung an. Okay.
Natürlich, wenn ich durch euer geheiligtes Wasser, Pipi-Wasser laufe oder so, keine Ahnung. Du bist doch noch Köchin. Hallo, hallo. Hallo. Danke. Klingt so, als ob Max gekocht hätte. Altholzsuppe. Fettkrauthäppchen. Also Altholzsuppe und Fettkrauthäppchen sehen irgendwie gleich aus. Genauso wie Sauerfruchttart. Weizensalat. Also ich wusste gar nicht, dass Salat so aussieht, aber okay. Gabe des Landgottes. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Du machst nur Steinsuppe. Wie hart. Ich muss wohl ein andermal mein Essen probieren. Eloy. Ja, manches Mal passt sie ja doch mal auf. Ist deine Steinsuppe nicht die Suppe, womit man steinigen kann? Was machen wir jetzt mit euch? Na, habt das schon endlich getrieben? So, stimmt. Ich bin hier, wie versprochen. Der Gesang. Heißt das, der Chor ist bereit? Er ist versammelt. Ich hätte das nicht geschafft ohne Wahl. Aber ich weiß nicht, ob das etwas bringen wird. Der Chorus singt in Dissonanzen. Das mit der Höhle ist schon schlimm genug. Landgöttin Fahr ist immer noch nicht wieder da. Und mit jedem Tag drängen mehr tödliche Maschinen ins Freie. Greifen die Verteidigung an, die wir um den Eingang herum aufgestellt haben. Aber das ist nur einer von vielen falschen Tönen. Mit deiner Nachfrage hast du viele Spaltungen im Chor selbst sichtbar gemacht. Und im Stamm. Ich weiß, wie sie aufhören zu singen und sich einig sind. Ich gehe rein und furze. Also lässt du die Höhle verteidigen? Nur mit ein paar Holzbarrikaden. Wir haben keine Steinmetze wie die Karja oder die Osseram. Es sind unsere Bogenschützen, die die Maschinen aufhalten. Sie wehren jeden Tag neue Angriffe ab. Hoffentlich halten sie durch. Welche Maschinen kommen aus der Höhle? Ausbeuter und Jägerkiller. Zäher als alle, gegen die wir bis jetzt gekämpft haben. Bösartige. Mit einem lila farbenen Schimmer. Kommt mir bekannt vor. Du hast schon gegen solche Maschinen gekämpft? Wenn es die sind, für die ich sie halte, dann ja. In der Höhle könnte es noch ein anderes Problem geben. Noch ein Grund, mir das jetzt anzusehen und eine Lösung zu finden. Boah, könntet ihr im Hintergrund offen mal singen? Eben, man versteht ihr kaum. Das macht dich aggressiv, Schatz. Soll ich das aufnehmen und jeden Morgen vorspielen, bevor du wach wirst? Wachst du dadurch auf? Meine Frau guckt mich gerade genauso an wie gestern, als ich sie Schatzi genannt habe. Ich verstehe, dass die Höhle heilig ist, aber wieso zieht es so viel Drama nach sich, wenn ich sie betreten möchte? Das Drama gab es auch davor schon. Viele im Stamm und im Chor wollen, dass wir alles so machen, wie wir es immer gemacht haben. Was oft nichts war. Aber andere wollen Veränderung oder extreme Maßnahmen. Deine Frage hat der Debatte wieder Leben eingehaucht. Klar, Tradition. Damit hatte ich schon mal zu tun. Aber man muss mit jedem Stamm anders umgehen. Wenn du meinst. Machst du irgendwas falsch? Wie soll ich denn das jetzt verstehen? Wie soll ich denn das verstehen jetzt bitte? Wo sage ich komische Sachen? Du sagtest, du hättest den Chor nicht ohne ihn versammeln können. Was hast du getan?
Einige Mitglieder des Chors haben sich geweigert, deine Bitte zu diskutieren. Sie glauben, dass die Höhle allein den Landgöttern gehört. Aber Val sah, dass das, was du mit Reh getan hast, zu unserem Vorteil genutzt werden könnte. Manchmal reicht es nicht, wenn man die Anführer fragt. Andere müssen für dich fragen. So viele wie möglich. Es hat sich herumgesprochen, wie du Reh beruhigt hast. Vielleicht wurde es auch ein bisschen übertrieben. Das wachsende Interesse hat den Chor unter Druck gesetzt, bis sie sich endlich getroffen haben. Bei den Stammmüttern hat das schon einige Male funktioniert. Ein oder zweimal. Sogar bei meiner eigenen Mutter. Sehr gut. Dann kümmerst du dich um die Diplomatie. Oh nein, ich bin sicher, dass wir dich dafür ab und an noch brauchen werden. Ich habe schon mal dran gedacht, dass ich meine, wenn meine Frau böse mich anguckt, dass ich das in Wirklichkeit zuckersüß finde. Also ist der Chor bereit. Was jetzt? Sie diskutieren über deine Bitte. Sollten wir dann nicht mit ihnen reden? Wenn du bereit bist, aber keine Angst. So schnell ist ihre Debatte nicht vorbei. Solche Versammlungen können Tage dauern. Okay. Dann sollte ich vielleicht erst meine Vorräte aufstocken. Wer weiß, wie viele Maschinen in der Höhle sind. Vorausgesetzt, dass der Chor dir Einlass gewährt. Aloy kann in solchen Situationen ziemlich überzeugend sein. Abwarten. Bereite dich vor. Wir warten oben auf dich, wo der Chor versammelt ist. Okay, ich soll mich vorbereiten. Körperlich wie geistig? Wie ätzend. Das sag ich lieber nicht zu, aber ich finde sie auch niedlich, wenn sie normal böse guckt. Ansteckend meine Lache. Hey, das ist sehr gut. Oh, herrlich. Oh. Alisea, 1000 Punkte, ey. 1000 Points. Häng ich hier noch fest? Herrlich. Dein Volk. Diese Entrüstung gerade dabei. Ach. Es scheint als Spulenplatz frei. Kann ich dich? Nein, ich kann dich nicht. Dich will ich gar nicht. Ich will auch nicht. Nein? Option, Filter alle. Wieder sehen, wie stark du wirst. 29,64. Hört sich an wie die Modelmaße. Der Bogen. Mein Bogen. Und ist er fast genauso stark. Nur, dass man da ja noch den Boni bekommt, dass das ja im Silence-Modus ja noch mehr. Ach ja. Leveln wir doch mal auf. Alisea, meine Frage, gibt es auch noch bessere Bögen außer grün? So gut, dass es außer dir keiner sehen kann. Ich muss definitiv hier eine Kamera aufstellen.
Ja, okay. Der robuste Mittelstreckenbogen außerhalb kann mächtige Schüsse abfeuern. Hey, toll, mächtige Schüsse. 30, 65, also das ist jetzt nicht gerade viel. Überspannungsschaden, okay. Kritische Trefferchance erst beim dritten freischalten, naja. Der andere Bogen, der ist da schon interessanter für mich. Beute? Geht mir denn? Ach ja, stimmt ja. Nabelschweinknochen habe ich immer noch nicht gesehen. Kaninchen gehen derzeit in Deckung. Man siehe so Long Dark. Töten Echsenknochen, Gänsefedern. Ich schwör's euch, das mit den Gänsen, das wird mich jetzt noch. Eichhörnchen habe ich auch noch nicht gesehen. Geier, Gabelbein hatte ich schon mal. Was? Ja, den sage ich doch gar nichts. Zu den Eichhörnchen. Ja, jetzt, heute.